Am Spielplatz an der Ecke hört man fröhliches Geschrei. Dort ist heute Großaktion und alle sind dabei. Am Eingang werden fleißig Plakate aufgebaut. Und beim Friedensmahl singen alle laut. Keine Moneten für Atomraketen. Heute nicht und morgen nicht, denn wir wollen leben. Keine Moneten für Atomraketen. Heute nicht und morgen nicht, denn wir wollen leben. Auf der Vollversammlung in einem Großbetrieb wird ein Streik beschlossen, ist Stimmung wie noch nie. Wir wollen für den Frieden machen, steht am Eingangstor. Drinnen in der Halle schallt es kräftig wie ein Chor. Keine Moneten für Atomraketen, heute nicht und morgen nicht, denn wir wollen leben. Keine Moneten für Atomraketen, heute nicht und morgen nicht, denn wir wollen leben. Im Audimax der Uni ist heute kein Platz mehr frei. Es hat sich rumgesprochen und so strömen sie herbei. Studenten, Professoren und das Büropersonal. Endlich geht es los, da dröhnt der ganze Saal. Keine Moneten für Atomraketen, heute nicht und morgen nicht, denn wir wollen leben. Keine Moneten für Atomraketen, heute nicht und morgen nicht, denn wir wollen leben. Im Altersheim St. Anna hört man frei heute Abend froh, mit Lampenjungs und Kerzen und Buffet im Hinterhof. Es gibt eine Busfahrt von Frankfurt aus, die fährt um 36 vom Frankfurter Gewerkschaftshaus ab. War ich beim Bolzplatzkrieg. Leute machen gehörig Dampf, gehen auf die Straße, zum Beispiel auf Fridays for Future-Demos fürs Klima, für ein freies Internet oder gegen Sexismus. Und heute, auf dem Höhepunkt und Schlussspurt der Ostermärsche, waren auch viele junge Leute dabei. Sie haben sich unter die traditionellen Ostermarschierer gemischt. Die demonstrieren ja schon seit Jahrzehnten für Frieden und gegen Atomwaffen. Und dieses Mal mit jeder Menge frischem Wind. Frieden schaffen, abrüsten statt aufrüsten und den Trumps dieser Welt die Stirn bieten. Dafür sind heute mehrere tausend Menschen in hessischen Städten auf die Straße gegangen, wie hier in Frankfurt. Auch für die 16-jährige Helen ist es wichtig, ganz klar Nein zum Krieg zu sagen. Deshalb hat sie ihre Mutter überzeugt, hier mitzumachen. Ja, das kam so, dass sie gefragt hat, ob ich heute mitgehen wollte zur Osterdemo. Schließlich sei ich ja in meiner Jugend auch auf der Demo gewesen. Und ja, natürlich ist es ein guter Anlass, mal wieder auch Flagge zu zeigen. Durch Fridays for Future sieht man eben, dass unsere Stimme auch zählt, auch wenn wir noch nicht wählen können. Auch wenn wir, weil ich meine, vielleicht wird den Leuten jetzt bewusster, dass wir die sind, die in 2, 3, 4 Jahren eben die sind, die wählen können. Und bis dahin wollen viele junge Leute eben nicht tatenlos rumsitzen, sondern die Tradition der Ostermärsche nutzen, um sich für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen. Wie sie es auch schon für den Klimaschutz bei Fridays for Future machen. Also ich glaube, dass bei Fridays for Future deutlich mehr Jugendliche sind. Aber ich glaube, dass durch Fridays for Futures ein größeres Interesse an der ganzen Sache geweckt wird und dadurch auch mehr junge Menschen sich für sowas wie den Ostermarsch einsetzen und da hinkommen. Davor kannten wir uns halt alle nicht so aus und deswegen haben wir uns halt vielleicht auch nicht so interessiert. Aber mittlerweile kommt es auf jeden Fall auch durch diese ganze Aufmerksamkeit eben, die die Fridays for Future-Bewegung zum Beispiel jetzt gerade hat. Organisator Willi van Ooyen überrascht es nicht, dass sich auch immer mehr junge Menschen den Ostermärschen anschließen. Das geht ja nicht nur um die Friedensfrage, es geht um das Klima. Es geht um sehr substanzielle Fragen, die die Menschen bewegt und auf die Straße treibt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir die verschiedenen Positionen zusammennehmen, um gemeinsam für einen Systemwechsel, für einen Politikwechsel in unserem Land einzutreten. Derzeit sind deutsche Soldaten in Europa, Afrika und Asien an Auslandseinsätzen beteiligt, die für viele Menschen in Deutschland weit weg scheinen. Für junge Demonstranten in Kassel ist das nicht nachvollziehbar. Sie wollen darauf aufmerksam machen und zum Umdenken bewegen.
weil ich es krank finde, dass Menschen oder dass, besser gesagt, Konzerne daran verdienen, dass auf anderen Ländern, also in der ganzen Welt Krieg geführt wird. Waffenexporte stoppen, genauso wie den Rüstungsetat runtersetzen, damit der Bildungsetat höher ist, das ist ja viel, viel wichtiger. In Marburg hatten sich rund 300 Menschen zum traditionellen Osterspaziergang zusammengefunden. Allerdings waren hier weit weniger junge Leute auf der Straße als in Frankfurt und Kassel. Doch der Trend scheint trotzdem klar zu sein. Tut nicht so, als wäre alles egal. Man kann nicht nur feiern, man muss sich auch einsetzen. Helen Fellbeck ist froh, für ihre Meinung auf die Straße gegangen zu sein. Für sie war es eine spannende Erfahrung. Ja, also es war gut, es war sehr laut, es war sehr vielfältig, wie ich auch erhofft hatte. Die Friedensbewegung hat zumindest in diesem Jahr sicher wieder mehr junge Unterstützer gefunden. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Veranstalter der Ostermärsche melden wieder etwas stärkeren Zulauf als in den vergangenen Jahren. Bundesweit gab es über die Osterfeiertage etwa 100 Kundgebungen für Frieden und Abrüstung, an denen sich insgesamt mehrere tausend Menschen beteiligten. Erstmals liefen auch Vertreter der Bewegung Fridays for Future mit und demonstrierten für den Klimaschutz. Bundeswehr raus! Raus aus Afghanistan! Gegen Krieg und Waffen, für Abrüstung und Frieden. Das ist auch der 16-jährigen Helen Fehlbeck ein Herzensanliegen. Ostermarsch, das sei nicht nur was für die Älteren, sagt sie und wünscht sich, sie könnte mehr ihrer Altersgenossen für die Friedensbewegung begeistern. Auf jeden Fall ist es etwas, was ich weitergeben möchte. Das Ding ist halt, es ist halt ein sehr abstrakter Begriff in gewisser Weise, Friede. Und so ist halt so die Motivation wahrscheinlich so im Alltag, da viel weiterzumachen, für viele halt nicht so da. Die Ostermärsche. In Deutschland starteten sie in den 60ern. Immer mehr Menschen gingen damals jedes Jahr auf die Straße, gegen Vietnam Hunderttausende. Ebenso wie später gegen die Stationierung von US-Atomwaffen auf deutschem Boden. Auch heute deswegen ein Ostermarsch im rheinland-pfälzischen Büchel. Im dortigen Stützpunkt vermuten die Aktivisten US-Nuklearwaffen. Laut Koordinatoren haben in rund 100 Städten Demonstrationen stattgefunden. Tausende Teilnehmer waren bundesweit dabei. Ein wiederkehrendes Motiv US-Präsident Trump. Solange es Angst vor Konflikten gebe, sei auch die Friedensbewegung weiter wichtig, so Organisatoren. Die Gefahr, die durch Kriege entstehen, durch die Fluchtbewegungen entstehen, dass wir den Menschen eine Zukunft, eine Perspektive geben, das bleibt unser Anliegen. Und deshalb, unabhängig davon, wie viele Menschen auf die Straßen gehen, ist es wichtig, dass überall die Friedensfrage sichtbar wird. Die bundesweiten Koordinatoren ziehen eine positive Bilanz. Die Teilnehmerzahlen seien leicht angestiegen.